Vor 2 Jahren ist es ausgefallen und vor 1 Jahr waren die Zuschauerzahlen sehr stark eingeschränkt. Aber jetzt ist das Oldenburger Landesturnier endlich wieder ganz normal am Start. Eine der ganz großen Traditionsveranstaltungen des Reitsports hier bei uns im Nordwesten. Wir schauen uns heute mal ein bisschen um. Mal sehen, was hier so los ist und auf wen wir treffen werden. Dann freuen wir uns natürlich, dass Herr Christian Bunk bei uns ist, der Vertriebsdirektor der Öffentlichen in Oldenburg, und Janne Sosat-Hahn, die Präsidentin des Oldenburger Reiterverbandes. Nun konnte das Landesturnier endlich wieder normal stattfinden. Was macht dieses Jahr besonders? Dieses Jahr macht besonders, dass wir einfach wieder so viele tolle Zuschauer empfangen dürfen. Wir haben ganz tolles Wetter und wir haben ganz viele Jugendliche, die über 4 Qualifikationsturniere alles gegeben haben, sich hier fürs große Finale zu qualifizieren, fürs Jugendchampionat und für den Talentförderpreis. Und wir haben natürlich auch wieder den großen Preis hier am Wochenende. Und es ist einfach super, dass wir jetzt wieder mit so vielen Leuten feiern dürfen. Was hat der Reitsport den Jugendlichen zu bieten? Ja, insgesamt diese Arbeit mit dem Pferd oder auch dieses Zusammensein mit dem Pferd gibt halt unwahrscheinlich viel. Es ist eine Partnerschaft, die aufgebaut wird. Die Jugendlichen lernen sehr gut Verantwortungsbewusstsein, auch Disziplin, sich wirklich auch mit Ehrgeiz um eine Sache zu kümmern. Also ich glaube, insgesamt ist es für die Entwicklung sehr gut. Dieses Jugendchampionat bietet auch nochmal so ein Gemeinschaftsgefühl, weil man sich jedes Wochenende dann trifft. Man lernt die Familien kennen, man lernt andere Kinder kennen und man ist schon so eine große Familie sozusagen. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview. Einmal waren wir auch schon mal hier, als Lieke Geburtstag hatte. Das ist aber super. Und reitet ihr auch selber? Ja, zu Hause, ja, aber hier vielleicht irgendwann. Würdet ihr gerne auch mal hier mitmachen? Ja, schon, wenn das möglich ist. Dass wir auch hier mal gewinnen mit meiner Mannschaft, ja. Das sind die größten Ziele von mir. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch viel Spaß. Ja. Habt ihr euch lange auf den Tag vorbereitet? Ja, es geht eigentlich nicht so lang. Aber Aufregung war groß oder war alles ganz entspannt? War sehr groß. Was freut Sie denn am meisten? Das sind viele Kleinigkeiten. Es fängt bei den Hüpfburgen an, weil unsere kleinen Kinder jetzt endlich wieder rauskommen, weil das ist unsere Zukunft. Am Ende des Tages freut es mich, dass wir dieses Jahr oder das zurückliegende Jahr massiv an dem Springplatz gearbeitet haben. Und das Lob der Springreiter kommt jetzt mittlerweile bei uns an. Von daher sind wir auch da sehr dankbar. Der große Preis der Öffentlichen ist heute die schwerste Prüfung. Wo sehen Sie die Herausforderung im Parcours? Das ist die schwerste Prüfung vom ganzen Turnier. Und die Herausforderung ist, dass wir den Reitern und Pferden Aufgaben stellen, wo sie ihre Pferde präsentieren können. Hier und da muss auch mal schon ein Abwurf passieren. Es kann nicht sein, dass alle Pferde null gehen oder alle Reiter. Und das ist für uns wichtig, dass wir versuchen, irgendwo auch sympathische Fehler, nennen wir das, zu erreichen. Und das ist alles gut für den Sport. Wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein? Es fühlt sich gut an, nach der Corona-Pause jetzt in diesem Jahr wieder mit vielen jungen Reiterinnen und Reitern und auch dann das tolle Profiteam, was wir hier in Oldenburg immer haben und begegnen dürfen. Jetzt der große Preis am Samstag. Es wird immer voller, es wird immer begehrter, hier zu sein. Es ist eine tolle Stimmung. Man trifft sich hier. Oldenburg ist eine Reiterregion mit einer langen Tradition im Reitsport. Und es ist schön, dass der Oldenburger Reiterverband das so professionell hinbekommen hat und organisiert, dass dieses Fest, diese eine Woche so wächst und auch außerhalb Oldenburgs zu einem so renommierten Turnier geworden ist, auch in der Wahrnehmung. Und von daher ist das schön für uns, dabei zu sein. Er hat natürlich den Vorteil, er kam mit 2 Flaschen Spritzen. Denn der Sieg in dieser Prüfung mit einer sensationellen Nullrunde in 34,99 Sekunden geht an Coldplay und Tim Rieskamp-Gödeking. Herzlichen Glückwunsch. Das Pferd nun aus den Händen des Vorsitzenden des Vorstands der Öffentlichen Oldenburg, Herrn Müller. Thank you.
eine Brille mit Scheibenwischer vom Vorteil. Und ist einen von der öffentlichen Oldenburg gestifteten Pferdeanhänger. Herzlichen Glückwunsch. Und dieser ganz besondere Sonderehrenpreis, den wir schon seit Jahren von der öffentlichen Oldenburg bekommen, wird natürlich überreicht von Herrn Jürgen Böhlender. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zum großen Preis. Wie fühlt es sich an? Ja, besonders hier in Rastede fühlt es sich unglaublich an. Also wir haben, ich weiß nicht, wie viele tausende Zuschauer heute gehabt, die wirklich alles gegeben haben. Es ist unglaublich, wie viel Emotion auch in diesem Turnier steckt. Wirklich toll. Sind Sie denn erstmal zufrieden mit Ihrem Ziel, also mit Ihren Ergebnissen, die Sie heute so erbracht haben? Okay, man hätte auch Erster und Zweiter werden können, aber ich bin mit Erster und Dritter auch gut zufrieden. Ja, ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für das Interview und dann weiterhin gutes Gelingen. Vielen Dank. Ich hoffe, unser Rundgang über das Oldenburger Landesturnier hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. War ja auch einiges los hier. Und das Wetter hat auch wirklich sehr gut mitgespielt. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und auf euch.